Okay, Freunde. Gerade habe ich den ersten Take von dem frisch erfundenen Pro Blues mit ganz frisch gekämmten Haaren gemacht. Jetzt habe ich schon eine Mütze aufgesetzt und wieder alle einen wertvollen Eindruck verloren. Und gerade habe ich festgestellt, wahrscheinlich hat der Take nicht mittendrin aufgehört, weil die Batterie alle war, sondern weil die Speicherkarte voll war. Na, vielleicht gibt es dadurch jedoch jetzt einen besseren Take. Also, wieder eine neue Hymne für euch, der Pro Blues. Der Blues ist eine Musikrichtung. Ich hab den Pro Blues, Baby, geilste Sache der Welt. Pro Blues, Baby, geilste Sache der Welt. Doch wem erzähl ich das, Baby, eventuell kennst du's selbst. Wenn er dich ficken will, mach deine Beine schön breit. Ja, wenn der Pro Blues dich ficken will, mach deine Beine schön breit. Geh online, nimm dir Zeit, lock dich ein, dann lass dich rein. Hier ein Kommentar, da noch schnell reinlad, gut nicht gebannt. Und der neue Hochlad, Pro Blues, baby, 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 geilste Sache der Welt, yes! Doch wem erzähl ich das, Baby? Scheinbar kennst du das selbst. An Kamp und den Rest. In diesem Chaos nag ich mich fest. Oh. Der geht raus an V1 und den Rest. An Pobacke und jeden Spest. Auch an Lappenohr und Tor. Und was weiß ich, wen ich jetzt vergesse. An meinen Freund Admin. An meinen Freund Jarosch Wondler. An Lila 933, an So Beauty und die ganzen anderen Tittenstars.
Lass mal OC machen hier am Hof oder was? Slassi, hey, meine Adresse ist Platz der Freiheit auf der Wolke 7000. Meine Adresse ist Kudamm, Ecke Reeperbahn, Ecke Times Square, weißt schon, wo die Winde krass sausen. Hey, meine Adresse ist in unser aller Herz, Walla, kein Scherz, Walla. Fuck den Kommerz, Walla. Wenn ich einfach nur mein Terz baller, dann, Baby, halt mich fest. Ey, wenn ich anfange, richtig krass loszurollen, Baby, das tödliche als Corona oder die Pest. AIDS kann ich nicht buchstabieren, aber es wird auch so ein Fest. Kein Plan. Gummistiefel, ich halte sie ins Bild wie ein Apfel. Bohrmaschine von irgendjemand, hab keinen Plan. Eigentlich kann ich besser freestylen, aber auch die Authentizität soll erhalten bleiben bei diesen Aufnahmen, also blues ich noch ein bisschen rum. Ende begreifen, beziehungsweise kann ich das einfach mal auf die Schnelle hier behaupten. Wir sind natürlich schon über die Zeit, aber wir können mal gucken, ob das eine Mütze aufsetzt an meiner frisch erkämmten Frisur viel zu viel geändert hat. Ich war schon beeindruckt, das erste Mal, dass ich mit frisch gekämmten Haaren sah, im vorigen Take, den ihr vielleicht auf der Spezial-DVD bekommt, wenn ihr fett auf mein neues Spendenkonto einzahlt. Wollen wir mal gucken, wie gut der Take ist. Gern, naja, erstmal langsam machen.